Yeah, was geht ab? Ich bin's Tone, hier zusammen mit Splash Mag. Check this out. Herzlich willkommen beim Splash Mag. Heute Tone bei uns zu Gast. Yeah, yeah, yeah. Man hat ja schon länger nichts mehr von dir gehört. Du hast ja irgendwie seit Zukunftsmusik so einen Rhythmus eingebaut, 4 Jahre ungefähr. Ja. Dann kam erst wieder was Neues. Erstmal, wahrscheinlich ist das nicht geplant, aber wie kam es zu der langen Pause? Also seit 2009, Phantom, sind 4 Jahre vergangen und erst jetzt ist wieder ein neues Album entstanden. Was war dazwischen? Also geplant war es wirklich nicht. Ja. Man könnte es annehmen, dass ich grundsätzlich nur alle 4 Jahre Alben rausbringe, aber das war nicht so. Ich habe Ende 2009 eigentlich schon so 70% so von dem neuen Album aufgenommen gehabt. Aber ich war dann an einem Punkt, wo ich mich insgesamt komplett so umorientieren musste. Neue Leute finden musste, mit denen ich zusammenarbeite, neues Netzwerk gründen irgendwie und gucken, wie es vorwärts geht. Und das war eigentlich auch so mit der wichtigste Prozess jetzt überhaupt für das Album. Mehr Verantwortung zu übernehmen, so was diese ganze geschäftliche Seite angeht und so, die mich vorher mega krass abgeturnt hat. Ich habe vorher halt probiert, stur einfach nur der Künstler zu sein, mich zurückzuziehen, zu schreiben, aufzunehmen und dann gehofft halt, dass wenn ich es jemandem gebe, dass er dann losrennt und schon alles irgendwie funktionieren wird. Und ja, das war Teil des Prozesses, dass es einfach ein bisschen länger gedauert hat, weil im Endeffekt ist es ja mehr als nur ein Album aufnehmen. Es geht ja auch darum, irgendwie Wege zu finden, wie bringt man es korrekt raus und dass irgendwie auch genug Leute das mitbekommen, und so hat es einfach ein bisschen gedauert. Hast du denn kontinuierlich in der Zeit Musik aufgenommen oder gab es auch wirklich eine Phase, wo wahrscheinlich hast du ja gearbeitet, wo du einfach gar keine Musik mehr gemacht hast? Ja, war schon so eine kleine Pause, wo dann so ein bisschen Luft quasi war, so, also als ich so die ersten 20 Songs aufgenommen hatte. Ja, dann habe ich das erstmal so ruhen lassen, habe ich gesehen, es geht nicht richtig vorwärts, und dann kam so die Überlegung oder beziehungsweise die Klarheit, dass ich insgesamt was verändern muss. Und dann, als ich gesehen habe, okay, ey, hier öffnen sich Türen, neue Leute helfen dir, sind von deiner Vision begeistert und machen irgendwie Action für dich, kam auch nochmal ein neuer Schwung an Energie und Klarheit, wie muss das Album überhaupt genau sein, weil vorher war es einfach aus der Laune heraus Tracks aufnehmen, sammeln, auch in den Überschuss aufnehmen an Songs, aber der rote Faden war eigentlich noch nicht wirklich so geboren, und das kam dann so mit der Zeit, auch jetzt was den Titel angeht, T-O-N-E, das wusste ich schon relativ früh, weil ich hatte ein Intro, wo halt T-O-N-E drin vorkam und ich wusste, das Album muss so heißen. Aber ich wollte eine tiefere Bedeutung dafür finden, habe da 1000 Wortkombinationen gesucht und nichts gefunden, und irgendwann habe ich mit Magic im Studio gesessen und wir haben auf so ein Gerät geguckt, was Orbit hieß, und plötzlich ruft er es mir zu, ich hab's, Dawn, the Orbit never ends. Und dann habe ich einen Flash gekriegt, weil irgendwie dieser Satz für mich bedeutet, die Mission geht weiter, die Reise endet nicht, und Orbit bedeutet für mich halt einfach Raum und Platz für neue Wege, und auch so dieser spacige Ansatz irgendwie hat mir gefallen, weil auch die Beats in die Richtung gehen und ich auf diese ganze Space-Action irgendwie abfahre. Ich bin ein Kind der 80er, so diese ganze Star Wars Enterprise-Scheiße, die hat wahrscheinlich irgendwo sich wirklich reingefressen. Auch optisch jetzt haben wir das krass umgesetzt, so in der Grafik mit krassen Leuten, die da wirklich sehr geil abgestylt haben. Und so wurde alles brutal rund mit der Zeit, und es hat halt seine Zeit gedauert irgendwie. Genau, du hast jetzt erwähnt, das Album T.O.N.E. erscheint am 30. August, und du hast auch schon die Beats erwähnt. Das ist für mich auf jeden Fall auffällig, dass da eine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Auf Phantom gab es schon so Ansätze, die auch in so eine Südstaaten-Richtung gegangen sind, aber auf dem neuen Album ist das einfach extrem konsequent umgesetzt. Gab es da von vornherein diese Idee davon, das Album so zu machen, mit diesen modernen 808-lastigen, Lex Luger-mäßigen Beats? Also mich freut es, wie du es gerade, also dass du es so wahrgenommen hast, dass die Tendenz bei Phantom schon so ein bisschen da war und es jetzt eigentlich konsequent dann diese Strömung quasi ausgekostet ist, weil genau so war es von der Entwicklung her. Dass ich da gemerkt habe, ey, diese Styles turn mich einfach, so wie ein Böse zum Beispiel auf Phantom von Lex Barkey oder Murder Rap.
Das sind Dinge, wo ich sehr langsam drauf gerappt habe. Wahrscheinlich, also Burst war der langsamste Beat, auf den ich je gerappt habe und dann nicht Double Time gemacht habe. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Und das wollte ich, wie du es genau gesagt hast, dann einfach auf dem neuen Album voll auskosten, diese Schiene. Weil, was aber auch nicht bedeutet, also dass mir jetzt nur diese Richtung gefällt. Ich wollte aber einfach ein Album haben, was konsequent einen roten Faden verfolgt. So. Auf Gatling Gun, das wurde von Brian Usner produziert. Mit wem hast du da ansonsten noch zusammengearbeitet, produktionstechnisch? Ich habe auch wieder mit Lex Barkey zusammengearbeitet, mit Matthew Taza. DJ Release hat auch einen Track gemacht und Nero hat auch ein Ding abgeliefert. Also so ein vertrautes Team, sag ich mal. Genau, inhaltlich geht's vor allem wieder ziemlich zur Sache. Es ist Battle-Rap-lastig, es geht viel um Technik, betonst du auch immer wieder in Tracks. Aber geht's auch noch darüber hinaus? Also was war noch deine Herangehensweise? Was war dir noch wichtig bei dem Album? Also es schwingt in dem Titel mit, The Orbit Never Ends, weil ich an einem Punkt war, wo ich gedacht habe, die Reise geht nicht weiter. Ich habe mich sehr eingeengt gefühlt durch meine eigenen Überlegungen, aber wo ich nicht bereit war, Verantwortung zu übernehmen in Bereichen, die mich einfach abtören. Und das war ein Stück weit einfach, was die Sache angeht, erwachsen werden. Zu sagen, es gehört dazu. Wenn du ein Baby in die Welt setzt, dann musst du auch es dann füttern und dich drum kümmern. Nicht nur irgendwie raushauen und sagen, das lernt dann schon zu laufen. Und insofern war mir das wichtig, auch Songs jetzt wie Nicht ohne dich zum Beispiel, wo ich beschreibe, was die Musik für mich bedeutet. Das ist in jedem Fall eine Main Message. Ich wollte auch mit dem Album, auch wenn es jetzt stellenweise viel eigentlich so Standard Deluxe, ich bin der Beste, ihr seid für den Arsch, Modus ist, wollte ich doch aber auch eindeutig probieren, einfach Energie rüberzubringen, gute Laune, insgesamt ein Album zu haben, was dich powert, was dich inspiriert irgendwie und nicht irgendwie ätzend nur rumnudeln und von oben herab, sondern Power. Es ging um Energie, weitergehen, Action machen und so, dass man am Ende des Albums eher sich gepusht fühlt, als irgendwie runtergezogen und deprimiert oder sonst irgendwas. Und genau, du hast zwar diese Tracks, wo es um was anderes geht, aber oft betonst du eben auch, du bist noch am Start. Du gehörst noch zu den Besten. War es dir sehr wichtig, das zu betonen, in Anbetracht dessen, weil es ja wahrscheinlich viele gibt, die dich in den letzten Jahren nicht mehr so viel wahrgenommen haben? Also, wenn ich mich so umhöre, was es so gibt, muss man ja feststellen, dass vieles besser geworden ist so im Deutschrap. Es kommen echt neue Tendenzen, geile Sachen, die in eine neue Richtung weisen und wo man spürt, das sind ernsthafte Künstler, die probieren sich auszudrücken und nicht nur irgendein Image rumreiten und irgendeinen Quatsch erzählen. Nichtsdestotrotz nehme ich es so wahr, dass sehr viel Mittelmäßigkeit noch viel zu viel hochgejubelt wird momentan. Und ich weiß um meine Fähigkeiten rapmäßig und habe für mich einfach das klare Gefühl, ich muss sie nach außen bringen. Ich muss den Leuten zeigen, wie ich glaube, dass man Rap umsetzen kann und wie ich wirklich auch glaube, man kann ruhig auch mal wieder ein bisschen mehr Wert auf Technik legen. Es ist so sehr weit untergegangen und wird von vielen Leuten als Style-Element vor sich hergeschoben, dass sie keine kompletten Sätze mehr sprechen, nur diese Aufzählungsscheiß. Aber die Wahrheit ist, viele von den Jungs könnten auch nicht anders, wenn sie wollten. Und das ist etwas, was mich anödet und dass die Leute nicht begreifen, wie das, was als Style bezeichnet wird, in Wirklichkeit Unfähigkeit oft halt ist. Und deswegen muss ich den Leuten zeigen, was gehen könnte. Ein Track, der auf dem Album heraussticht, meiner Meinung nach, weil es, glaube ich, ein Weg ist, den du bisher noch überhaupt nicht gegangen bist, ist Killer. Es ist, um es mal zu beschreiben, für die, die es noch nicht gehört haben, es ist wahrscheinlich ein Housebeat oder einfach ein 4-to-the-floor, harter Beat und du rappst darauf. Wie kam es dazu? Und hat, also so aus ganz alten Zeiten würde man ja glauben, dass du überhaupt nicht auf die Idee kommen würdest, so einen Track zu machen. Und wie ist der Prozess, dass du jetzt sowas machst? Also insgesamt bei dem Album war für mich so sowieso ein Hauptbefreiungsschlag, einfach das zu machen, worauf ich Bock habe, ohne diese
diese Angst zu verspüren jetzt, dass dann jemand sagt, Tone, das kannst du nicht machen, du kannst dies nicht, du kannst das nicht, das passt nicht zu dir oder sonst irgendwelche Überlegungen. Das habe ich probiert von mir fernzuhalten, um mich einfach zu entfalten, den nächsten Schritt zu tun, weil das bedeutet für mich Entwicklung. Und gerade als Künstler hat man diese Pflicht, sich auch von diesen Meinungen ein bisschen auch mal abzukapseln, was von außen kommt. Sobald das Album fertig ist, sollte man anfangen zu hoffen, dass es vielen Leuten gefällt, aber nicht vorher sich den Kopf zerbrechen und den ganzen Schafen irgendwie nach dem Maul zu reden, die nur eine Richtung verlangen. Deswegen war es mir wichtig, mich einfach zu entfalten, nicht auf Teufel komm raus Sachen zu machen, wo man sagt, ach, der kann auch so und jetzt kann er so. Das war eigentlich nicht der Ansatz, sondern Musik, die mir gefällt, die ich vielleicht im Radio höre, Produktionsweisen von Popsongs, wo ich sage, ey, das ist einfach krass gemacht, das ist erstens ist es einfach ultra professionell, das ist ja auch sowas, wo Leute teilweise Kommerzialität oder sowas davor zurückschrecken, obwohl die Wahrheit ist, es ist einfach nur professionell produziert, das ist ja auch sowas. Und da wollte ich einfach mal aus dem Vollen schöpfen und ich konnte mit wirklich krassen Produzenten dieses Ziel musikalisch auch erreichen. Und ja, der Matthew Tarsa hat dann diesen Song produziert und ich bin einfach drauf abgefahren, weil ich habe gemerkt, okay, ey, da werden manche Leute wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was, der Tone rappt jetzt auf Techno und so, aber für mich ist es, ich mache es nicht, um die Leute zu ärgern und zu zeigen, ey, guck mal, ich scheiße auf eure Meinung, sondern weil ich glaube, dass es trotz alledem darauf float wie Sau. Also wenn man es sich dann anhört, muss man sagen, das passt irgendwie. Es ist ungewohnt, das zu hören, aber wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, ich habe das jetzt nicht drauf gepresst oder gezwängt, sondern es ist in sich eigentlich stimmig. Und das war insgesamt mein Ziel, bei dem Album so abzugehen. Auf dem Track ist jetzt Bintia gefeatured. Ansonsten sind auch noch Gesangsfeatures drauf. Es ist auf jeden Fall Shima vertreten auf dem Song, den du eben auch schon angesprochen hast. Dann ist Magic, ein alter Weggefährte, von dir drauf. Das ist das einzige Rap-Feature. War das Plan? Oder wolltest, also so, oder hättest du gerne noch ein paar Rap-Gäste drauf gehabt auf dem Album? Das hat sich einfach im Arbeitsprozess so ergeben, dass dann, also ich habe viele Tracks gemacht und dann ausgewählt, was so in diese ganze Vision irgendwie reinpasst und dann hat sich das einfach so ergeben. Wobei ich im Nachhinein, so wie es wirkt, eigentlich den Eindruck auch mag, weil diese Überfeaturerei ist ja vielleicht auch mal ganz cool, einfach es mal ein bisschen anders zu machen. Aber das war ein Effekt, der sich im Nachhinein ergeben hat, als ich gesehen habe, was da jetzt eigentlich ist. Eben hast du schon betont, dass du positive Trends im Deutschrap siehst. Kannst du da irgendwelche speziellen Beispiele nennen, wer dir jetzt wirklich gefällt und womit du was anfangen kannst an jüngeren Rappern? Ja, also Materia, Yasha, diese Kombi flasht mich, so was sie musikalisch machen, spricht mich total an, so eine Seite von mir, ich feiere das. Und Casper habe ich neulich dann mal live im Fernsehen gesehen, er geht auch ab wie eine Rakete. Und was mich jetzt besonders geflasht hat, jetzt so im Zuge so einer CD-Besprechung, die ich dann gleich habe, war Raf Camora. Ich finde das geil. Ich habe die CD eingelegt und man hat sofort gespürt, ey, er meint es ernst, er hat eine musikalische Vision, hat ein Ziel, was er mit seinen Fähigkeiten erreichen möchte und arbeitet daran. Und ich habe auch das Gefühl, dass er Überlegungen abblockt jetzt, die sagen, du darfst nicht singen, du darfst nicht zu viele Mellos, du darfst nicht dies, nicht das. Er hat einfach sein Ding durchgezogen und das ist einfach geil. Sowas weiß ich zu schätzen. Und du kommst ja, wie man weiß, aus Frankfurt. Was kannst du denn mit den neuen Rap-Trends aus Frankfurt anfangen? Ich meine, Haftbefehl war sehr erfolgreich, Chelo und Abdi haben ihre Erfolge gefeiert. Was hältst du denn von den neuen Strömungen, die da gerade sich anbahnen? Also ich sag ganz ehrlich, die Jungs sind cool und so, wirklich, jetzt kein Disrespect und so, aber insgesamt mein persönlicher Geschmack von diesen Street-Richtung-Gangster ist nicht das, was ich jetzt so höre, persönlich. Ich freue mich, dass sie unsere Stadt auf die Mappe bringen und so, alles cool, ich wünsche denen das Beste und so. Persönlich zu Hause hören würde ich es jetzt nicht. Ich habe irgendwie, das ist so meine persönliche Einstellung zu Rap, so, wo ich den Eindruck habe, aber da bin ich vielleicht halt, ich habe keine Ahnung, aber ich habe immer das Gefühl, ich muss Verantwortung
für jedes Wort übernehmen, was ich sage. Das ist so meine persönliche Meinung. Es ist cool, man braucht irgendwie alle Richtungen irgendwie rapmäßig. Es soll ja für jeden was dabei sein. Aber meine persönliche Herangehensweise ist halt, dass ich für jedes Wort, was ich sage, Verantwortung übernehmen möchte, und das hält mich dann von manchen Dingen zurück, sie zu sagen so. Und aber alles cool. Nur nochmal was zum Grundsätzlichen, wie es gerade im Deutschrap aussieht. Es gibt ja, das Genre ist zurzeit extrem erfolgreich, vor allem kommerziell. Splash zum Beispiel war gerade ausverkauft. Es scheint einfach ein extremes Interesse für Deutschrap zu geben. Und jetzt wäre meine Frage, glaubst du, dass das ein kurzweiliger Hype ist, ein Hoch, was jetzt mal da ist? Oder könnte man vielleicht wirklich sagen, dass Deutschrap jetzt so angekommen ist, dass das so bleibt und dass es eben in all seinen Facetten wahrgenommen wird? Ich würde es mir wünschen, aber ich bin kein Hellseher. Insofern kann man es nur hoffen, dass es halt sich jetzt wirklich mal durchsetzt und verstanden wird, dass es einfach das Genre ist, was die deutsche Sprache einfach nach vorne bringt. Teilweise. Weil, es ist also in keiner Musikrichtung wird ja so intensiv mit Sprache gearbeitet. Und ich finde es wichtig, also auch regelrecht kulturell zu sagen, ey, man muss diese Musik einfach nicht nur respektieren, die muss in den Mittelpunkt gestellt werden, weil das ist, wo wirklich was passiert. Damit wären wir eigentlich schon am Ende angekommen. Wir wünschen dir natürlich viel Erfolg mit dem Album. Vielen und herzlichen Dank. Die letzten Worte gehören auf jeden Fall dir. Cool. Leute, checkt mein neues Album, T-O-N-E. Ich habe sehr viel Liebe reingesteckt, Qualität von Anfang an bis zum Ende. Checkt es aus, und das kommt am 30.08. Am 31.08. lade ich euch herzlich ein zu meiner Release-Party in der Butch Cup. Und September, Oktober ist auch eine kleine Tour geplant. Haltet da die Augen und Ohren auf, und ich freue mich, euch zu sehen. Peace, Tone.